Nun gibt es einen neuen Ostbeauftragten, bereits ernannt von der Bundesregierung. Das ist Marco Wanderwitz. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, es macht Sinn, sich noch mal das Wahlergebnis aus dem Oktober anzuschauen, um die Debatte zu beginnen. In Thüringen haben damals die Linkspartei 31% bekommen, die AfD 23. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik haben damit die politischen Ränder eine Mehrheit der Wählerstimmen erhalten. Anders als beispielsweise in Brandenburg und in Sachsen wenige Wochen zuvor. Und es macht schon Sinn, dass auch ich noch einmal darauf hinweise, wenn Sie von beiden Seiten laut schreien, scheine ich ja nicht so falsch zu liegen. Ich weise gern noch einmal darauf hin, dass wir es in Brandenburg mit der Höcke-AfD, also dem extremsten Teil dieser rechtsradikalen Partei, zu tun haben. Die Wochen vergingen, es wurde gesprochen, es wurde übereinander gesprochen. Eine Mehrheit für einen Ministerpräsidentenkandidat, eine Ministerpräsidentenkandidatin hat sich nicht abgezeichnet. Gleichwohl ging der amtierende Ministerpräsident in eine Ministerpräsidentenwahl. Gewagt zumindest. Die AfD, zu Ihnen komme ich gern, Herr Brandner, Sie gehören ja auch zum Höcke-Flügel Ihrer Partei, die AfD wählte im dritten Wahlgang ihren eigenen aufgestellten Kandidaten nicht, keine einzige Stimme hatte bekommen. Sie haben das Ziel gehabt, mit dieser Wahl die Demokratie verächtlich zu machen. Es ist Ihnen leider gelungen. Herr Kemmerich ist dann in diese Falle getappt mit der Annahme der Wahl. Ich danke Kollege Lindner ausdrücklich für die heute nochmals erfolgte Einordnung. Vielen Dank dafür. Natürlich hätte Herr Kemmerich diese Wahl nie annehmen dürfen, denn Demokraten dürfen sich nicht von Rechtsradikalen abhängig machen. Zurück zum Wahlergebnis. Leider sehen wir seit geraumer Zeit, dass sich die Wahlergebnisse in den alten Ländern und den neuen Ländern nach wie vor teilweise mehr als je zuvor deutlich erheblich unterscheiden. Die Mitte ist schwächer. Die wirtschaftliche Lage in den neuen Ländern hat sich im Verhältnis beispielsweise zu den 90ern wesentlich verbessert. Die Mitte, die regierungstragenden Parteien, profitieren davon aber nicht. Warum? Auch nach 30 Jahren ist offensichtlich die Demokratie, demokratische Prozesse, demokratische Wirkmechanismen weniger verinnerlicht, werden teilweise offen abgelehnt und diskreditiert. Die fehlende Unterscheidung, Kollegin Kaiser beispielsweise hat es hier angesprochen, zwischen einer demokratisch gewählten und einer demokratischen Partei ist leider weit verbreitet. Die mangelnde Akzeptanz für Minderheitenrechte, Kompromissfindungen, Mehrheitsentscheidungen, die demokratietragende Elemente, ist leider an der Tagesordnung. Der europäische Gedanke, von dem kein anderes Land mehr profitiert als die Bundesrepublik Deutschland, hat weniger Anhänger als in den alten Ländern. Die Extreme sind wählbarer, als das in den alten Ländern der Fall ist. Zur AfD hat Katrin Göring-Eckardt hier das Nötige gesagt. Ich möchte aber im Lichte der Rede von Kollege Körte schon ganz gern zum einen noch einmal darauf hinweisen, wer die Spinne im Netz der ehemaligen DDR war. Die staatstragende Partei, die einzige Partei, die etwas zu melden hatte, war die SED. Und es gibt viele aufrechte Christdemokraten und Christdemokraten, die ihre Parteigenossen zum Beispiel in Hoheneck in meinem Wahlkreis als politische Gefangene eingesperrt haben. Und ich möchte auch bei dieser Gelegenheit, Stichwort die Extreme sind wählbarer, auf Ihre Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag, Frau Hennig-Welsow, den Blick lenken. Sie ist Unterzeichnerin des Manifests Antikapitalistische Linke,
vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft. Die Extreme nach beiden Seiten sind leider in den neuen Ländern auch 30 Jahre nach der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung wählbarer. Vor uns liegt also eine große Aufgabe, die wir weiterhin gemeinsam ausfüllen müssen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Demokratie zu verteidigen, für sie zu werben. Ich lade Sie alle hier in der Mitte des Hauses, die sich beteiligen möchten, herzlich gern dazu ein.